Ach, da ist ja auch der gute Wheeler. Good job. Now get me out of here. There's a switch over there. Da drüben ist ein Schalter. So, ich ziehe dran. Hey, nice work back there. When this is over, I'm by the first round and then the second. Can you walk? Walk, run, fly. Shit, I may be a little slow, but whatever the hell it takes to get out of here, let's do it. Where's Al? They split us up when we got here. But I heard him say something about taking a woman to solitary. And that's where we're going. Well, we gotta get back to the guard station. Got it. Come on. Uh-oh. Oh, scheiße. Fuck. Cousin, I'll read him his rights. Na toll. Okay, wir haben ihn. Sehr gut. Okay, let me try to open that gate. Okay, der Wheeler kennt sich aus. Und ja, wir haben mit seiner Hilfe diesen Siam hier noch besiegt. Und ja, meine FPS springt zurzeit so ein bisschen. Das gefällt mir eigentlich nicht. Aber wenn Wheeler schon schießt, dann könnte ich ja vielleicht eine andere Waffe nehmen. Okay, Wheeler wartet da hinten auf uns. Aber ich wechsle mal aufs Messer. Ich habe nämlich kaum noch Schießeisenmunition. Ja, ich komme ja schon. Oh, der springt da halt einfach so rüber. Gut. Aber ich guck vorher noch mal hier rein. Ah, hier gibt's noch eine Kinderzeichnung. Ja, ein Käfig und zwei Monster, die gegeneinander kämpfen. Und im Käfig scheint wohl ein Kind drin zu sein. Ja, dahinter ist keine Botschaft versteckt. Okay. Ah, hier ist noch ein Hebel, aber der scheint nicht zu funktionieren. Ja. Yep. Boah. Wenn man da so gegenspringt, dann könnte... What happened in here? Oh, now that's gross. Das wollte ich gerade sagen. Das willst du gar nicht wissen, was da passiert ist. Ah ja, alles klar. Hier kann man sich durchducken. Das heißt, wir gucken erstmal da drüben, was da ist. Sind wir jetzt von hier nicht gekommen? Hä? Achso, stimmt. Ach stimmt, wir sind ja. Ach, jetzt war ich mal aber wirklich verwirrt. Immer nicht so schnell. Ich muss immer noch gucken, ob wir hier noch irgendwas haben. Ich glaube, wir sind schon wieder auf einem bekannten Weg, oder? Ja, wir laufen den normalen Weg zurück. Gut, das ist schön. Dann folgen wir mal dem guten Wheeler. It looks like I can control the gates for the entire prison from this panel. Yes, it works. Juhu, Wheeler ist klasse. We need to split up. Now here's what you do. Head across the catwalk to the locked bars on the far side. Now get out of here. Okay, was müssen wir jetzt tun? Er sperrt sich jetzt darin ein, oder was? Auch nicht schlecht. So, was müssen wir jetzt nochmal tun? Ziele. Finden Sie L. Ah ja, gut. Alles klar. Ist ja ein einfaches Ziel. Einfach nur L finden. So, aber bevor wir das tun, will ich erstmal nochmal abspeichern gehen. Hang tight, Alex. Let me unlock it for you. Ach, da oben macht er jetzt auf. There you go. Alles klar. Sehr gut. Aber wie gesagt, wir warten erstmal noch, denn... Ja, lieber einmal noch zwischenspeichern. Die ist versperrt. Die jetzt auch. Oder bin ich letztes Mal hier rausgekommen? Ne, das war nur diese kleine Abstellkammer. Ja, und hier ist alles... Okay... Gut, dann kann ich von hier aus auch nicht speichern gehen. Das heißt, ich muss jetzt zwangsläufig erstmal so weiter. Und hoffen, dass alles soweit klappt. Bin ich gerade noch richtig? Ja, ich bin richtig. Ja, ja, ist klar. Ich muss gegenüber... Ah, hier noch ein Gesundheitsdrink. Den spare ich mir noch. Habe ich mir drei Stück jetzt von... Das ist sehr gut. Aber kaum noch Munition. Deswegen muss ich hier schon
wirklich auf das Messerchen zurückgreifen, auf den Opferdolch. Und ihr wisst es, ich mag es nicht, wenn die Speicherpunkte so weit auseinander liegen. So, da komme ich nicht rein, da hinten vielleicht noch. Hier haben wir noch eine Nachricht. Ein Gefangener schrieb diesen Brief. Kenny, ich kann es kaum erwarten, hier endlich rauszukommen. Die Köche sollte man entlassen und auf einer einsamen Insel aussetzen. Um essen zu können, muss dein Licht an sein, bevor der Aufseher das Essen auf das Tablett legt. Sie lassen einen bei der Essenausgabe an der Rückwand knien, sonst gibt es nichts. Dann schließt der Aufseher das Fenster und du kannst dir dein Essen holen, aber kaum, dass du es angerührt hast, holen sie auch schon wieder das Tablett ab. Das Essen wird nie richtig durchgekocht, meistens ist es innen noch kalt und sie geben einem weniger, als man braucht. Ich habe Aufseher gesehen, die den Großteil auf den Boden fallen lassen, damit sie nicht so schwer tragen müssen. Wir bekommen Saft, aber der ist total verwässert und ist wie das Essen, ohne Geschmack. Wenn ich rauskomme, werde ich mir zuerst einen Cheeseburger gönnen. Brian. Ja, der gute Brian, der hat hier ganz schön das Essen bemängelt. Ein Fall für Zach, den Restaurant, Rach, den Restauranttester. Ja, da muss er hier mal vorbeischauen und muss hier mal zeigen, wie man richtig kocht. Oder für die Kochprofis, die sollten hier mal vom... Alles klar. Wieder hilft uns wieder, aber wir könnten hier auch theoretisch durch. Nee, könnten wir nicht. Aber auf jeden Fall die Koch... Ja, einen anderen Weg finden. Auch nicht schlecht. Ah, wahrscheinlich jetzt hier so. Nee, auch nicht. Gut. Werde ich jetzt einfach so selbst mal hier so rumschlagen oder so? Nee, hilft nicht. Ja, auf jeden Fall sollten halt die Kochprofis immer vorbeischauen. Verdammte Axt, das wollte ich hier sagen. Und irgendwie komme ich jetzt hier nicht durch, aber bestimmt kommen jetzt hier gleich Gegner an. Ah. Okay, hier ist der nächste Weg. Oh! Ja, okay, also hier ist noch jemand, der die Ordenstypen nicht leiden kann, denn, ja, der suppt hier gerade so schön auf dem Boden und hängt da oben so rum. Oh Mann, was mich jetzt da unten wohl erwarten wird. Ich will es gar nicht wissen. Vielleicht mal vorsichtshalber das Licht ausschalten. Oh, oh, beinahe hätte ich gerade das Serum aktiviert. Aber Taschenlampe ausschalten. Zack. Alles klar, schließ mal auf. So. Okay, was? Uah, Scheiße! Uah. Okay, zum Glück nur eins von diesen Viechern. So. Aber wie wir mit dem Ding umgehen, das wissen wir ja schon. Solange es nur eins ist. Boah, shit. Oh, oh, sind wir ganz schön reingeraten hier. Oh. Na, auch schon mal besser angestellt hier im Kampf. So. Und durch. Blödes Vieh. Blödes, blödes, dummes Vieh. Ja, man sollte eben doch nicht in einfach nur irgendwelche Löcher reingucken. Die sehen noch was Interessantes an der Wand. Help me, please. Gonna hang up. Ja, man muss sagen, dass hier die Gefangenen ganz schön gequält wurden hier im Gefängnis. Ne? Wir haben es schon gehört. Ja, denen wurde weniger Essen gegeben, als sie brauchten. Und ja, das Trinken war nicht so sonderlich gut. Und ihm wurde auch das Essen sofort wieder weggenommen. Und sowieso die Rituale hier sind wohl nicht gerade unbedingt menschenwürdig. Und irgendwas hat doch jetzt aufgemacht, der gute Wheeler, oder? Ach hier, Shower Room. Ja, die Duschräume. Okay. Okay, einer. Zwei. Okay, ich sollte sie vielleicht mal so ein bisschen in die Ecke locken. Bisher konnte man die ja alle so ziemlich gut buggen. Boah. Ja, ich warte noch ein bisschen mit dem Gesundheitsdrink. So, erstmal den ersten hier erledigen. Komm her. So. Oh, verdammt.
Ach so. Ist erledigt. Jetzt der zweite. Oh, oh. Oh, je, je. Okay, jetzt immer ganz schnell den Gesundheits-Heilstrink. Weil ansonsten jetzt ist nämlich die nächste Attacke hier schon ausgereicht, um mich leider ins Jenseits zu befördern. So, draufstechen hier und... Ja, komm! Und durch, so. Abgeschlitzt und Blut auf dem Bildschirm, so muss das sein. Wir spielen Silent Hill. So, aber jetzt gucken wir jetzt hier erstmal, vielleicht versteckt sich hier irgendwo in den Pisskabinen was. Sind das da Fäkalien auf dem Boden? Hat da jemand hingeschissen? Ah, sieht fast so aus. Ein Speicherpunkt wäre ganz nett, liebe Leute. Da kommen zwei Stück direkt aufeinander und dann wieder ewig lange gar keiner. So, ein Licht scheint darauf, denn dort ist der Durchgang, der zugemauert wurde, durchbrechen. Achso, ja, da muss ich wahrscheinlich auf eine andere Knarre wechseln. Die Tür wird wahrscheinlich nicht gehen. Ja, das dachte ich mir. Gut, jetzt, okay. Alles nochmal durchsuchen hier. Ne, hier liegt soweit nichts mehr rum. Das heißt, ich kann mich gleich dem Durchbrechen widmen. Gut, dann mache ich das jetzt auch mal direkt. Auf die... auf das Brecheisen. Und dann durchbrechen wir mal die Wand hier. Wieso kann ich... Kann ich nichts durchbrechen? Ah, mit der Axt vielleicht. Ja, genau, mit der Axt. Und ein bisschen Button-Mashing. So. Eben. Einsatz in vier Wänden einfach mal durch die Wand durchgebrochen. Ist ja schon wie bei Red Faction hier. Hier steht vor sich entflammbar. Wir sind hier wieder in einer Art Heizraum, denke ich mal wahrscheinlich. Oder eine Art Boilerraum. Und hier oben, da knirzt es schon ganz schön. Aber ich muss hier nichts machen, wie ich sehe. Aber dennoch sollte man sich solche Räume immer genauer angucken. Denn hier könnten überall Secrets versteckt sein. Ich habe immer noch mein Licht aus. Ich sollte mal wieder in den Raum hier zurückgehen und mal ganz schnell mein Licht wieder anschalten. Zack. Und dann können wir mich nochmal ein bisschen hier alles nochmal durchleuchten. Da sieht man vielleicht auch ein paar Sachen eher. Aber ich glaube, hier gibt es so nichts zu sehen. Gut, dann setzen wir unseren Weg fort und sind immer noch auf der Suche nach Elle. Die muss hier irgendwo sein. So. So, dann wahrscheinlich jetzt diese Tür hier nehmen. Und... Ich glaube, hier ist der nächste Aufgang. Hier ist ein kaputter Hebel. Und da ist nochmal die Aufschrift Danger. Das heißt, da werde ich keinen Erfolg haben. Deswegen ab nach oben. Und hier ist ein Speicherpunkt, liebe Leute. Und direkt, ja, hat mein Spiel einen kleinen Hänger. Aber das ist ein gutes Zeichen, denn... Ja, ich sollte erstmal eine kleine Pause machen. Die Nerven wieder etwas beruhigen. Das werde ich dann jetzt auch gleich tun, sobald ich hier wieder Zugriff auf das Spiel habe. Und dann werden wir unseren Weg durch das Gefängnis weiter fortführen und uns auf die Suche nach Elle begeben und hoffen, dass wir demnächst mal diesem ganzen Spuk hier ein Ende bereiten können. Denn so langsam aber sicher, ne, Silent Hill, dein Ende ist gekommen. Ne, mehr sage ich nicht. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Haut rein. BB, euer Hyuga.